So, willkommen zu einem neuen Map Pack. Und zwar Back to Saturn X. Das soll wohl laut Foreneinträgen ein Map Pack sein, was wohl sehr gut zu Doom for Doom passt. Also so in dieses Setting von. Ich habe da schon Screenshots gesehen. Das ist wohl auch so, ja, halt Saturn-Station halt, ne? Also halt so eine Basis, ne? Und das passt ja relativ gut in dieses Doom for Doom Setting, weil es gibt halt das Problem von Doom for Doom ist. Jetzt kommt gleich gerade laut Musik. Ich starte mal kurz ein neues Game, das war jetzt zu leicht. Man hört nichts, okay. Okay, ich meine, an sich hört es natürlich gut. Das Problem bei Doom for Doom ist halt standardmäßig Doom 1, Doom 2, also Doom 1 ist ja auf Gehörn Doom. Geschichtlich kann man, wird man aber immer mit von Doom 1 reden. Hat halt das Problem, dass die Maps relativ durchwachsen sind. Heißt also, es gibt sehr viele Maps, die aussehen wie Höllen, sehr viele, die aussehen wie ältere Basen, also sehr durchwachsene Sachen, in der Regel so ältere Sachen. Und dazu passt natürlich das Setting von Doom for Doom nicht wirklich, weil Doom spielt halt mit modernen Waffen und naja, und deswegen suche ich persönlich für Doom 4 gerade nach Maps, die so in diesen neueren Settings sind, also Marsstation oder sowas halt. So, dann holen wir uns mal wieder einen Rucksack. Und setzen den Prozentwert. Schreibe ich denn da? Auf 300, also geben uns 200. So, das passt. Back to Saturn X1. Es gibt davon zwei Episoden. Ich habe die andere Episode auch schon runtergeladen. Wir werden allerdings erstmal Episode 1 durchspielen, währenddessen natürlich auch noch Extermination Day weiterspielen. Logisch. Also nur für die, die sich jetzt wundern, das Let's Play von Back to Saturn läuft natürlich begleitend zu Extermination Day und ersetzt das Let's Play nicht. Allerdings bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil hier gar keine Musik ist. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht oder gibt es hier einfach nur keine Musik? Ah, okay. Die MIDI-Dateien, die Back to Saturn hat, sind wohl nicht Fluid kompatibel. Ich will aber eigentlich immer mit dem habe ich die bisher besten Erfahrungen gehabt. Na gut, wir nehmen jetzt mal die MIDI plus plus, whatever, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Na gut. Schon am Anfang eine Waffe. Oh ja, das erinnert mich jetzt wirklich an Doom 2016, da hatte man ja auch von Anfang an schon eine Schrotflinte. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um, weil noch sieht es hier monstermäßig ein bisschen ruhig aus.
kann man die Gelegenheit ja noch nutzen und das wurde in dem Forum auch beschrieben. Man kann in diesem Map-Pack weder springen noch sich ducken. Allerdings ist natürlich Doom for Doom ein im wahrsten Sinne des Wortes Jump and Run Spiel im Sinne von Jump and Shot, also viel Rennen, viel Springen und Profile rumschießen, ist also wesentlich actiongeladener als Doom 1 und 2. Von daher werde ich jetzt mal in die Variable eingreifen und mir so manche Sachen genehmen. Einmal das Ducken und einmal das Rumspringen. Perfekt. So, damit diese Variablen gleich gesetzt bleiben, speichere ich am besten nochmal. Und hier ist auch nochmal Munition. Da oben ist auch noch was. Ich denke mal, kommt man später hin. Gut. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier kommt man über den legalen Weg zurück. Ah, okay. Heißt also, dieses Map-Pack ist ein moderneren Setting, ist aber tatsächlich darauf gebaut, dass man nicht springen kann. Ist ja interessant. Gut, dann werde ich mich also mit dem Springen beherrschen. Wenn ich dran denke. Kein Secret, das ist natürlich schade. Und da geht's auch schon los. So ein schickes Map-Pack und dann kann man nicht springen. Ich weiß auch gar nicht, wann dieses Map-Pack erstellt wurde. Also es soll wohl irgendwie bis moderner, also modern im Sinne davon sein, dass es relativ neu ist. Und ich finde es immer schade, wenn neuere Map-Hacks nicht darauf optimiert sind, dass man springen kann. Weil ich finde es gerade halt von diesen modernen Doom for Doom, Quatsch. Für diese modernen Doom-Spiele, also Brutal Doom, Project Brutality, das macht einfach mit Spring viel mehr Spaß. Gerade Project Brutality hat er jetzt auch diesen Double Jump und dieses, wenn du hier gegen so eine Wand springst, die so einen Vorsprung hat und du hochspringst, dann hältst du dich praktisch hier dran fest und kannst dann so hochkrabbeln. Und diese ganzen Mechaniken, die sind halt extrem schön. Lol, ich habe noch nicht mal angefangen und hier sterben alle. Und es ist natürlich immer schade, wenn so ein neues Map-Pack dieses Feature denn nicht nutzt. Aber gut. Hier ist noch mal Munition. Hier ist gar nichts weiter. Ah, bei Wasserfällen denke ich persönlich immer gleich an Secret. Das sieht auch noch aus wie ein Secret. Ist aber keins. Okay. Eine blaue Tür. Uah. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus deinem Arschloch, bitte sehr. So, da ist schon einer der fünften Generation mit Napalmbomben. Aha. Die netten Herren habe ich schon mal nicht eingeladen. Ansonsten sieht es eigentlich relativ ruhig aus. Boah, die wissen wohl noch nicht, dass sie einen neuen Gast haben. Ich weiß auch gerade gar nicht, weil bei Death for Hold, also dieses D4T, da war es so, dass man zusätzlich zu diesen Schwierigkeitsgraden auch noch Auswahl hatte, wie viele Gegner man denn haben möchte. Ne? Aber hier kann man das nicht auswählen. Ich gehe also einfach mal davon aus, dass es wieder wie beim klassischen Doom hier mit inbegriffen ist, dass damit mit dieser Auswahl hier nicht nur die Schwierigkeit der Gegner eingestellt wird, also wie schnell sie sind, wie aggressiv sie sind, sondern tatsächlich auch gleichzeitig die Anzahl. Weil man kann in der Map, wenn man ein Spawnpoint definiert, wo ein Monster steht, hallo, ich bin der Monster, bitte beachtet mich, kann man auch sagen, in welchen Schwierigkeitsgrad das hier auftauchen soll.
So kann man für die verschiedenen Schwierigkeitsgraden in der Map verschiedene Spawnpoints erstellen und zum Beispiel solche Effekte implementieren, wie man bei Doom 2 hat, dass es zum Beispiel bei Tricks and Traps, glaube ich, die Map. Da ist, die benutzt das extrem, dieses Feature. Und da hat man zum Beispiel im Raum, also das ist so eine, ja, ich bringe euch alle um Map. Mit ganz vielen Monstern, ganz vielen starken Monstern vor allen Dingen. Und die zielt halt darauf aus, dass die Monster bei Ultra Nightmare extrem stark sind und vor allen Dingen auch extrem viele sind. Und man extrem wenig Items bekommt. Heißt also solche Sachen wie Mega Health, ja, die ganzen Power-Ups halt sind halt extrem rar. Und wenn man das Ganze aber auf einfach spielt, dann sind nicht nur die Monster weniger, sondern man hat dann auch tatsächlich viel mehr Items. Okay, hier schreit gerade einer rum. Ich bin gleich der Nächste, der schreit. Hallo. Boah. Die schießen hier von allen Seiten. So viel zum grünen Start. Na gut, ich gehe erstmal nochmal in die andere Tür rein und gucken, was da abging. Wo ist die jetzt? Achso, ich muss einfach raus. Hier war noch was. Oh, was sehe ich? Ja, lol. Also das Ding ist das, was ich bei Extermination Day bis heute suche. Eine fucking Kettensäge. Na gut. Wie gesagt, hochspringen werde ich immer so wenig wie möglich. Nicht, dass ich damit die Map zerstöre. Im Sinne von... Boah, Alter! Allerdings sind die ganzen Monster scheinbar schon aktiv. So. Hier ging es weiter. Bei der anderen Tür war ja irgendwie gerade gar nichts los. Scheinbar war das eher sowas wie ein Secret oder ähnliches. Oder ein Osmod, der wieder rauskommt. Ich habe keine Ahnung, aber... Wahrscheinlich bloß für Optik. Damit man so eine... dieses rote Pille, blaue Pille Effekt hat. Bitte wähle die richtige Tür. Ah, hier sieht es mal relativ ruhig aus. Da hinten ist ein Anzug. Da. Okay. Ist aber auch blöd gemacht, oder kommt man da rein? Ich guck mal ganz kurz. Ja. Das heißt also, man muss hier durch diesen Gemüseeintopf und dann danach, wenn man schon sich veganisiert hat, quasi, ne? Dann einen Schutzanzug zu haben und endlich sein Schweinefleisch essen zu können. Das ist natürlich nett. Hier geht einmal um die Ecke. Ich höre ein Monster. Oh! Komm, ich drücke noch eins. Noch eins war gut. Da kommt vielleicht eine ganze Meute. Boah. Ja, darauf habe ich gewartet. Okay, dann machen wir jetzt gleich mal einen Stromangriff. Alter, stirb doch einfach mal. Okay. Das war kein Safe Room. Drauf geschissen. Okay. Jetzt greifen wir im Sturm an und gucken uns mal hier mitten um. Okay. Ja. Verstehe. Mhm. Ich kann dir folgen. Bitte erkläre weiter. Das heißt, ich hier muss. Vor allem das Problem ist, ich fliege. Damit mache ich gerade alles kaputt, was ich die Map-Designer irgendwie erdacht haben. Ich muss also dafür sorgen, dass ich jetzt an einem Ort bleibe, wo ich auch normal hinkommen würde. Ohne zu fliegen. Ah, das ist blöd, wie gesagt. Maps, die nicht dazu gedacht sind, dass man da springen kann. Ich finde es schade.
Aber gut. Oh, mein Zettel ist gleich abgelaufen. Hier ist nichts mehr. Dann bleibe ich mal lieber jetzt auf dem rechten Pfad. So, einmal hier war ich. Ist hier noch weiter? Oh, hier ist auch noch weiter. Oh! Auch wieder durch eine Brühe. Gott, Alter, wer kocht hier so viele Suppen? Achso, schon. Ist bereits tot. Ach, jetzt da war gut. Dann hol ich mir jetzt mal kurz den Tauchanzug. Oh! Ah! Okay. Warte mal ganz kurz. Hier hinten, da ist ein Secret. Komme ich da hin? Achso. Das sieht mir aus wie ein Teleporter. Aber ein blauer? Na doch, könnte durchaus ein Teleporter sein. Also werde ich entweder von dort weggebeamt oder dahin gebeamt. Guck mal ganz kurz. Nicht wundern, wird kurz ruhig sein. Ich schalte mal kurz die Heizung aus. So, 3 Stunden später, da bin ich wieder. Gut. Da um die Ecke muss ich. Hier sieht es farblich noch ein bisschen anders aus. Hier ist braun, da ist grau. Wahrscheinlich geht es da auch noch irgendwo rein. Oh. Hier geht es auch rein. Danke. Hier allerdings nicht. Geht es noch weiter? Nein. So. Was hier? Oh, ja, also ducken ist hier nicht gestattet. Damit zerschießt man die Welt. Nett. So. Also die Map. Okay, dann gehen wir noch schnell zu dem anderen Punkt. Gucken, was hier so ist. Hier kommt man auch rein. Okay. Kommt man noch alles rein? Hier kommt man noch rein. Okay. Gott, ich weiß nicht, wie lange dieser Tauchanzug hält. Oh. Ah. Ah. Oh. Also doch, Teleporter. Oh. Und der Tauchanzug ist weg. Das ist natürlich... Ach du, Ach du. Heilige Scheiße. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Ach so. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Also vom Schwierigkeitslevel her schon ein bisschen intransparenter. Hallo. Was? Ach da. Ich wollte gerade sagen, Pinky kann doch nicht. Oh Alter, diese Viecher, die kotzen mich auch jetzt schon an. Da ist ein Pinky, an den komme ich soweit nicht ran. Außerdem habe ich keine Doppelläufige Schrot. Außer natürlich, es stellt sich so bereits wieder hier hin. Dann ist das natürlich was anderes. Haha. Oh, da ist ja noch einer. Na gut, ich gehe jetzt mal runter. Und guck mal, das hier dürfte auch eine Tür sein nach der Textur. Ja, komm schon. So, und jetzt gibt es eine kleine Demonstration von der Stärke der Kettensäge. What the fuck? Tada! Vor allem Kettensäge gilt auch im Spiel als Glory Kill. Das heißt, dass ja,
ich praktisch Boni bekomme, wenn ich die damit erledige. Heißt also praktisch Munition, Health und später auch Armor. So, hier ist ein Secret. Ist hier eine Tür oder so? Es ist gerade so scheiße dunkel. Ich sehe hier gerade nichts. Kann hier aber auch noch klettern, oder? Aha. Ha. Schon interessant, ob ich hier später noch hinkomme. Na gut, wir werden es ja sehen. Also, erstmal geht's hier da, geht nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Achso, genau, das ist das, was wir aufgehört hatten. Den klassischen Weg zu folgen. Und dann machen wir mal ab hier weiter. Und haben gleich mal wieder ein bisschen Rüstung. So, hier war ich. Genau, das war das mit dem Secret Room. Hier ist auch ein Raum. Das ist der Willkommensraum. Liegt aber viel Gedöns rum. Und voll viele Waffen. So. Das hier ist Quad Damage. Wobei sich Quad Damage eigentlich eher etabliert hat, weil es wirkt wie vierfacher Schaden. Also im Sinne von Schaden austeilen, nicht Schaden einstecken. Eigentlich war das aber ursprünglich gar nicht als Quad Damage gedacht, sondern es war eigentlich Double Damage. Und die Gegner haben aber gleichzeitig auch eine doppelte Empfänglichkeit für Schmerzen. Was dann halt dazu führt, dass 2x2 4 ist, heißt also, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Entweder kann man das so darstellen, wie es geplant ist, wie es auch im Programmtext enthalten ist. Man selbst verdoppelt seinen Angriff und die Gegner halbieren ihre Verteidigung. Oder aber man sagt, oder man legt es so aus, dass man sagt, der Angriff wird vervierfacht. Beziehungsweise kann man es auch noch so auslegen, dass der Angriff gleich bleibt und einfach die Verteidigung geviertelt wird. Also man ist dabei der im Interpretierung relativ offen. Was ist das für ein Raum? Ach, das ist ja ein Raum. Da, wo wir die Kettensäge gefunden haben. Hier irgendwie. Hier ist auch wieder extrem viel offen. Gleich ab dem ersten Level solche Viecher. Das kann heiter werden. Die Viecher können auch heiter werden. Halter, halter auf der Leiter. Och nö, komm, alle weg. Gibt's hier noch mehr? Ich würde nämlich gerne erstmal erledigen. Ich sehe die auch so schlecht. Ha! Hat sich da gerade festgefressen? Gut. Ja, ich töte ihn jetzt gerade erstmal nicht. Ich guck lieber, wie ich zu dem hinkomme. Und ja, das hat funktioniert. Allerdings habe ich jetzt noch andere Gegner. Wo kommen die denn her? Hatte ich nicht gerade ein. Achso, hier war noch ein Raum. Hier war auch noch ein Versteck. Und damit habe ich erfolgreich meine gesamte Rüstung wieder verloren. Die Schränke, aber nichts davon ist ein Secret. Ich könnte kotzen, könnte ich. Na gut. Soll uns nicht weiter rühmen. Ah, ja, eben. Ja, okay.
Oh, das ist Ende. Wir haben aber gerade mal zwei Drittel aller Gegner geschafft. Oder kommen wir jetzt noch Gegner? Ah, ich will mal nochmal wieder die Secrets gucken, die wir da gelassen haben. Wo war die überhaupt? Achso, da war bloß das eine da oben. Das können wir eigentlich schon fast vergessen. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, wie wir da hinkommen. Außer mittels unfairen Abkürzungen. Hier ist die Tür. Achso, das ist ja genau, das ist der Punkt, wo wir begonnen haben. Weil geht hier gar nicht raus. So, welche Tür ist das? Das ist eine Tür zu einem neuen Sektor. Okay. Da. Ja, da sind auch Gegner. Also ich bin hier eigentlich noch gar nicht fertig. Wo geht's denn hier noch weiter, sag mal? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, gehen wir mal hier hoch. Und ja, jetzt springe ich tatsächlich ein bisschen rum. Oha, hier sind wir noch. Okay, also es muss da irgendwie einen Weg hingeben. Ich kann alles mögliche, ich könnte alles, achso, ja, das ist der Raum, wo wir bereits waren. Da kommen wir aber auch nicht durch. Die Tür wird wieder runter. Okay. Ach komm, ganz ehrlich. Warum kompliziert es einfach, geht? Wir gehen einfach mal auf manueller Verstümmelungsjagd. Okay. Da soll man nicht hoch. Vor allem ist das hier ein schöner Safe Room. Da können wir also auch sehr schön speichern. Was wir auch einfach mal direkt machen. Hier geht's. Oh! Hier geht's runter. So viel zum Thema Safe Room. Na komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön. So, jetzt kann ich hier nämlich speichern. Da der Bereich sicher ist. Und jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier weiter? Was? What? Hallo, 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 hallo. Ich sehe schon wieder alles doppelt. Und ich bekomme noch Punkte nach meinem Tod. Das ist wie Michael Jackson. Früher kannte ihn keine Sau und nach seinem Tod ist er auch die Scheiße. Ich spawn ja einfach alle nach dem Tod. Kann ich wieder hoch? Oh oh. Das ist so geil. Ich habe keinen Raketenwerfer, ich habe Schuppen, da habe ich. Ah. Das ist doch nicht normal. Jetzt weiß ich auch, warum noch zwei Fünftel der Gegner fehlen. Die sind alle hier. Okay, okay. Ich muss da hinten. Da sieht aus wie ein Aus. Na, kann auch eine Sackgasse sein. Ich brauche eine starke Waffe. Aha. Ich hatte die Stärke in Erinnerung. Scheiße. Na gut. Oh, oh, ach nö, ach nö, ach nö, ach nö, ach nö, ach nö. Ach nö. Ach nö. Ja, das ist eine Scheiße. Was zur Hölle ist hier eigentlich gerade? Der verschwindet einfach irgendwo.
Okay, ich gebe zu, das Ganze war keine gute Idee. Fuck. Soll ich wieder zurückgehen? Ich muss mal kurz gucken, ob wir hier irgendwie einen Punkt haben, wo man einigermaßen sicher steht. Ja. Das sieht zum Beispiel einmal so schlecht aus. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen auch immer nicht so viele mit einmal. Kann man mal jemand sagen, wie ein normal durchschnittlicher Mensch mit 1,80 Meter Körpergröße das schaffen soll? Er sieht schlicht oder kreis. Okay, ich versuche das mal ganz kurz. Ich muss einen Punkt suchen, von dem aus ich. Jetzt gibt es ja bloß den. Das ist ja der höchste Punkt. Jetzt brauche ich versuchen, von der Klippe hier wieder raufzuspringen, aber ich glaube, ich kann gar nicht hoch genug springen. Nee, das ist nicht gut. Nee, das wird nicht. Das kann ich vergessen. Ach Gott. Wer hat denn das erfunden? Gott, das muss ja unser Disc sein. Kann ich vergessen. Das sind vier Stück oder was? Oder waren das jetzt doppelte? Da hinten ist nochmal ein Aufsprung. Versuche ich mal zu dem. Wow, hier kommt von Aufmerksam. Das ist nicht, das ist doch was zum... Warum bin ich nicht einfach ins Ziel gelaufen? Wahrscheinlich hätte mir das auch gar nicht gelassen. Ich glaube, ich muss die alle gegen sich kämpfen lassen. Ja, klar, die kämpfen auch gegeneinander. Haha, lol, als ob. Die kämpfen auch gegen... Ach du Scheiße, ich bin tot. Jetzt alle... Der hat mich einmal geschlagen und ich bin tot? Ach ja, ich will ja auch... Gut, das ist natürlich... Stimmt, der spielt auf Ultra Night, ne? Da funktionieren ja Standardstrategien nicht mehr. Okay, dann müssen wir in ein nächstes System gehen. Und zwar versuche ich mal... Higher Jumps. Aber ich muss irgendwie aus dieser Zwickmühle raus. Das heißt also, die einzige Ruhestätte ist hoffentlich wieder nach oben springen. Und wenn wir sehen, ob wir jetzt auch Monster spawnen. Ja, das war doch eine Leichtigkeit. Oh. Okay. Oh Gott, ach du Gott. Oh. Das sind Alter. Warum sind das so viele? Ich habe euch nie bestellt. Ich wollte nie Teil eurer Familie sein. Also bitte, leckt mich an die Eier. Ich bin ja tot. Eigentlich wollte ich jetzt gerade noch ein bisschen Punkte fahren. Okay. Also die Idee ist schon mal nicht schlecht, aber ich muss wirklich knallhart durchziehen. Schade, ich dachte, ich kann hier noch ein bisschen Punkte fahren. Alter, wer erfindet eigentlich solche Scheiße? Die öffnen auch alle direkt das Feuer. Wir wissen ja aus dem anderen Let's Play, dass wenn man das die Dinger so leuchten, dass man dann nicht mehr gut mit der Dings da runter schießen kann. Jawoll, das hat auch funktioniert. Genau das wollte ich nämlich auch machen. So, dann machen wir das mal so.
Perfekt. Jawohl. Genau so sollte das laufen. Und da unten ist jetzt gar nichts mehr. Ach doch, die liegen alle noch. Gut. Oh, muss ich mal speichern. Und ich speichere jetzt mal 80 Punkte. Ich hoffe mal nicht, dass man 80 Punkte bekommt. Ich schätze mal, irgendwie machen sie bei uns in der Schule fertig. Oh Gott. Eigentlich kann ich nicht viel suchen in Raketen. Stimmt eigentlich, wie dann sie das eigentlich rausgenommen? Weil bei Doom 1 und 2, da hatten die alle diese ganzen viel suchenden Raketen. Aber bei Doom 2016 gab es ja noch viel nicht mehr. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich kann hier auch, ne? Ja, ich habe einen etwas besseren Winkel. Damit ich den auch effektiv abschießen kann. Wow. It's a spider. Gott. Oh Gott. Na gut, ich speichere nochmal und dann versuche ich immer nochmal gegeneinander aufzuwiegeln. Oder? Kamera gehorchen, ne? Boah, ach du Kacke. Ey, wie die auch direkt losschießen. Da hat man ja eine Reaktionszeit. Blalala, eine Reaktionszeit von minus 3 Sekunden. So, kurz doppelt haben. Und alle. Ein Schlag und ich bin komplett weg. Hat aber doch mindestens einer ist gestorben. Hat also bei weitem nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Ich bin tot. Ich bin so was von tot. Hatte ich schon gesagt, dass ich tot bin? Okay. Ach, ich hasse es, dass ich keinen Lichtschutz habe. Alter! Macht irgendwie Spaß. Ja gut. Ah. Wow. Ja. Okay, das muss gefeiert werden, indem ich speichere, aber nicht mit dem hier. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Alter, kann noch 50% leben. Das ist schon ein bisschen mau. Oh! Komm. Jawohl, genau so muss das sein, ja. Und gleich das nächste. Das gefällt mir. Richtig hardcore, Mädels. Ich bin hardcore, Mädels. Wir singen alle hardcore, Mädels. Hallo, irgendwie runter? Dankeschön. So, es geht aber immer noch. Ja. Einfach mal verschwinden. Oh, ich brauche noch welche, genau. Waren hier nicht gerade noch viel mehr? Ah! Ich muss aber aufpassen, weil mein Helfer wieder abgelaufen ist. Heißt also, ich werde dann wohl relativ schnell... Ah! Brauche ich dieses Demon-Ruhm von der Spinne doch nicht mehr. Das gefällt mir natürlich. Haben wir schon alle Secrets? Ja. Oh gut, okay, wir haben gerade natürlich Punkte bekommen. Das ist schön, das ist fein, da wird der Ronnie happy sein. Gut, kann man wenigstens bis 150% Herzen haben Flügel.
Achso, gut, okay, brauche ich gar nicht mehr aufsammeln, weil habe ich gerade bekommen, gleich automatisch. Das ist natürlich wunderschön und so. Noch ein bisschen Munition einsammeln. Falscher Weg. Wo ging es jetzt nochmal lang? Ach ja. Hä? Moment mal. Ach, der untere Teil war die Tür. Ernsthaft jetzt? Das sieht doch aus wie eine Tür. Die haben wir den. Oh, dankeschön. Ein bisschen Ammunition. Kann niemals schäden. Ja, also Schaden. Ja. Ja. Das sieht eigentlich schon wieder relativ gut aus. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Keine Ahnung, ob das jetzt gibt. Nein, eigentlich nicht. Schade eigentlich. Das war voll illegal. Ich möchte mein Geld zurück. Das war vergebliche Ausgaben. Ich hoffe, diesen Fachbegriff gibt es. Wenn nicht, habe ich einen Cut davon. Achso, na gut, die Secrets haben wir ja alle. Die wissen wir ja aus verlässlicher Quelle. Von daher brauche ich eigentlich nichts mehr suchen, sondern kann eigentlich. Ja, da habe ich immer noch ein bisschen Ammunition. Kann die mal schäden. Ach ja, siehst du? Stimmt ja. Wenn wir jetzt noch klar will, dann habe ich halt gekauft. Und wetten, wie wir es nie wieder brauchen. Ist ja Classic. Okay. Dann würde ich mal sagen, ab ins Ziel, wo auch immer das jetzt war. Ich glaube, ich kenne den Weg. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne, von hier kommen wir ja. Ja, okay. Hier und da links ist es. Hallihallo. Komm. Achso, Quatsch, nee. Lol, da hätte man also tatsächlich einfach ins Ziel gehen können, weil hier gibt es ja keine Gegner mehr. Wir haben bereits alle umgebracht, also können es gar keine Gegner mehr geben. Obwohl, keine Ahnung. Das heißt also, man hätte, wenn ich einfach direkt ins Ziel gegangen wäre, hätte ich alles praktisch jetzt überspringen können. Das ist nice. Und das erinnert mich gerade an Brutal Doom, an die alte. Ey, egal. Hier gibt es eine Bahn. Keine Gegner. Und wo ist jetzt das Ende? Gate B now boarding for Cluster 1. Gate B, achso, heißt also hier wird jetzt, also Boarding ist ja, weil sie alle außer Flug kennen, also Beladung mit Passagieren, keine Ahnung, was übersetzt, um zu Cluster 1 zu fahren. Und wollen wir zu Cluster 1? Müssen wir zu Cluster 1? Cluster klingt irgendwie, da müssen wir wahrscheinlich runter. Die Frage ist nur wie. Was ist B? Wo ist B? Hier ist eine Sitzbank. Wie kommen wir zu B? Okay, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Das ist so voll. Hä? Ich gucke in die Richtung nach unten, aber ich sehe unten nichts. Und da oben leuchtet was rot. Okay, ich gucke einfach mal dem roten. Das ist der Waggon. Och. Hä? Mit viel Fantasie kann das ein B sein, dann ist das hier Gate B. Ist ja süß. Bitte nicht abfahren, ich häng fest, nein! Ja, das war Gate B. Oh je, Mine. So, speichern, ja. Yes, I will. Und da sehen wir uns zur nächsten Map schon wieder, würde ich mal sagen. Ja genau. Von daher, wie Gronkh immer so schön sagt, ciao mit V.